Ja, wir reden jetzt noch über sogenannte Distributed Ledger Ansätze. Das ist ein Titel, der vielleicht nicht so bekannt ist. Der bekannteste Distributed Ledger Ansatz ist die Blockchain, die dann bei Bitcoin zum Einsatz kommt. Und das ist der Grund, vor allem auch, warum wir hier an dieser Stelle nochmal diskutieren, was Distributed Ledger Ansätze überhaupt sind und wie dann vor allem ganz konkret die Blockchain funktioniert. Ziel ist es, zu zeigen, was Blockchain überhaupt oder Distributed Ledger überhaupt ist, ohne die ganzen Hype-Themen rundherum jetzt konkret aufzugreifen, einfach einmal auf die technischen, konzeptuellen Grundlagen einzugehen. Der Distributed Ledger ist einmal ganz grundsätzlich einfach ein sogenanntes verteiltes Buchhaltungssystem. Das heißt, wir haben eine Reihe von Transaktionen, also irgendwelche Datenmanipulationen, die auf irgendwelchen Daten durchgeführt werden, und grundsätzlich ist es so, dass wenn das in einem verteilten System passiert, es wichtig ist, dass alle beteiligten Rechner den gleichen Datenstand haben, also sich dann konkret über die Reihenfolge der Transaktionen einig sind. Das heißt, es keine Unterschiede gibt in welche Transaktion zuerst durchgeführt wurde auf die Daten und welche danach gekommen ist. Nicht alle Transaktionen sind von der Reihenfolge austauschbar. Dementsprechend ist es wichtig, dass diese Reihenfolge eingehalten wird. Dazu gibt es schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Forschung, wie man das in einem verteilten System grundsätzlich realisieren kann. Distributed Ledger Technologien sind ein Ansatz davon, die sind jetzt per se auch nicht neu. Es ist nur so, dass die lange Zeit nicht praktikabel einsetzbar waren, es keine Implementierungen dazu gegeben hat. Also grundsätzlich ist jede Distributed Ledger Technologie ein sogenanntes Konsensprotokoll, das heißt, es einigen sich alle beteiligten Rechner darauf, welche Transaktion in welcher Reihenfolge auf den Daten durchgeführt wird. Der Kernpunkt dabei ist, wie dieser Konsens gefunden wird. Das kann jetzt ganz klassisch diktatorisch sein, das heißt, ein Knoten gibt vor, ein ausgezeichneter Knoten gibt vor und alle anderen müssen folgen. Das ist nicht das, was wir dann von der Blockchain oder von Bitcoin kennen. Da passiert diese Konsensbildung tatsächlich verteilt im Netzwerk. Das heißt, es ist nicht vorherzusehen, wer wirklich dann feststellt, dass eine bestimmte Transaktion in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt wird, sondern das entsteht aus dem Netzwerk heraus. Wie das konkret funktioniert, dafür gibt es unterschiedliche Ansätze. Einer davon, den wir nur anschauen werden, ist Proof of Work. Ein anderer, den wir kurz betrachten werden, ist der sogenannte Proof of Stake. Proof of Work heißt, alle, die bereit sind, Arbeit in die Validierung der Transaktionen zu stecken, dürfen mitreden bei der Reihenfolge. Das heißt, wer Arbeit reinsteckt, hat mehr Stimme. Bei Proof of Stake geht es nicht um die Arbeit, die reingesteckt wird, sondern um den Nachweis von ökonomischen Interessen. Das heißt, um den Nachweis davon, dass man an den Daten, die validiert werden, Interesse hat, weil man einen besonders hohen Anteil zum Beispiel von irgendwelchen Kryptowährungen in diesem Fall zum Beispiel besitzen könnte. So, zweite, also es ist das eine, dass man diese verteilte Konsensfindung, also Distributed Consensus hat. Das zweite ist, dass Distributed Ledger Technologien nicht per se öffentlich sind, also nicht per se jeder mitreden darf, sondern die auch privat passieren können. Das heißt, dass man eine kontrollierte Menge an Knoten hat, die überhaupt mitreden können. Dann wird es wieder im wirtschaftlichen Einsatzbereich zwischen unterschiedlichen Playern, zum Beispiel in einem Domänennetzwerk, interessant, dass nicht also jeder sich beteiligen kann, sondern zum Beispiel nur die Player in einem verteilten Logistiknetzwerk zum Beispiel. So, wie gesagt, ein konkreter Fall für Distributed Ledger ist die Blockchain, wie wir sie jetzt auch von Bitcoin kennen.
Und die werden wir uns jetzt genauer anschauen. Wichtig ist zu verstehen, dass nicht alle Distributed Ledger Technologien notwendigerweise Blockchains sind. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, wie das sichergestellt werden kann. Auf der anderen Seite ist auch wichtig zu verstehen, dass auch eine Blockchain nicht notwendigerweise mit verteilter Konsensfindung, also mit Distributed Ledger im eigentlichen Sinn des Wortes kommt. Es ist nur der gängigste Einsatzzweck, wie sie eingesetzt wird. Die Blockchain an sich, und das bringt uns jetzt zum nächsten Kapitel, ist an sich nur eine verkettete Liste von bestätigten, von kryptografisch bestätigten Transaktionen. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich im nächsten Video an.